So, heute Ehrengast bei uns, Michael Smolik. Ein Tag vor deinem großen Kampf gegen Mohamed Abdallah. Ihr habt dich davor schon in tief in die Augen gesehen. Was hast du bei Mohamed Abdallah in den Augen lesen können? War irgendwas Besonderes mit bei? Oder war es ein Stare-Down wie jeder andere? Also für mich war es ein Stare-Down wie jeder andere. Natürlich will keiner irgendwie die Augen irgendwie vom Gegner abwenden. Und zum Schluss hat man auch gemerkt, keiner wollte sich nach vorne drehen. Das war dann schon fast lustig, weil Cole Hammers dann so, ja, dreht euch mal nach vorne. Ja, genau. Aber klar, die Rivalität ist da. Aber für mich war es ein Stare-Down wie jeder andere, auch fokussiert, konzentriert, und das mache ich immer. Du hast im Vorfeld des Kampfes schon gesagt, dieser Kampf ist schon persönlicher für dich. Du hast auch teilweise gesagt, wurden Grenzen überschritten. Wie schwierig ist es jetzt für dich in diesem Kampf, das Ganze auszublenden und sich nur auf den Kampf zu konzentrieren? Also es ist natürlich eine Standardfrage, die ich immer gestellt bekomme, und das habe ich auch in sehr, sehr vielen Interviews schon gesagt. Wäre es jetzt vor einem halben Jahr gewesen, es wäre purer Hass gewesen. Und das habe ich jetzt im Training auch aufgegriffen und natürlich verarbeitet, sehr, sehr viel Mentaltraining gemacht. Und für mich ist es mein Kampf, mein Debüt. Und klar ist ein persönlicher Faktor da, weil er natürlich auch sehr persönlich geworden ist gegenüber meiner Familie, meiner Freundin, gegenüber meiner Karriere. Aber das ist kein Faktor für den Kampf. Das ist vielleicht ein Faktor für alles drumherum. Ich weiß nicht, wie ich reagiere nach dem Kampf, vielleicht ob es emotional wird, ob ich gleich bleibe. Aber bis zum Kampf werde ich neutral bleiben und meinen Kampf kämpfen. Du hast gerade schon angesprochen, das ist dein Debüt bei der Glory. Du hast davor sehr viel Veranstaltungen von Schleko gekämpft. Was ist das für ein Unterschied? Ist das jetzt eine komplett andere Atmosphäre für dich? Wenn du das so vergleichst, wie würdest du das jetzt so? Ja, also es ist komplett anders. Also ich habe erst nicht verstanden, warum ich schon Mittwoch hier sein soll. Jetzt verstehe ich es. Es ist so viel mit Shooting, mit Interview, mit hier und da, und es ist halt sehr, sehr professionell. Und das heißt nicht, dass Schleko nicht professionell war, natürlich auch, aber es ist nochmal eine ganz, ganz andere Liga, und man merkt das natürlich auch, und es ist so neu für mich alles, und das lerne ich jetzt alles kennen, und es ist natürlich ein schönes Gefühl. Was für einen Mohamed Abdallah erwartest du morgen? Einen, der nach vorne kommt, der viel Druck macht? Auf was für eine Art Stil hast du dich eingestellt? Also ich weiß ja schon, wie er kämpft, und ich weiß auch, wie er gegen mich kämpfen wird, und das ist das, was ich liebe, wenn die Leute zu mir kommen, wenn sie auf mich zugehen, und das checken viele nicht, weil ich mag es eher nicht, wenn die Leute defensiv sind, weil dann ist es schwierig für mich, die ganzen Moves anzubringen, und ich weiß, wie er gegen mich kämpfen wird, das ist sein einziges Mittel, und darauf habe ich mich eingestellt, und deswegen ist das kein Problem für mich. Was ich auch noch sehr interessant fand, für diesen Kampf hast du dich mit Bonjasky vorbereitet. Richtig, genau. Was kannst du dazu erzählen, und wie viel hat dir dein Stil, dein allgemeines, dein Kickboxen weiterentwickelt? Also Bonjasky und ich, wir sind ein super Team, weil der Stil ähnlich ist, natürlich nicht gleich, aber ähnlich mit seinen gesprungenen Kicks, mit seinen gesprungenen Knien, und er war auch immer sehr, sehr flink auf den Beinen und so. Ich glaube, er hat mir sehr, sehr viel Härte noch beigebracht, also auch im Nehmen und im Fight, im Bewegen. Und natürlich für den Kopf war es super, weil Bonjasky war für mich ein Vorbild. Als Kind habe ich den angeschaut und gedacht, boah, geil. Und ich habe mich in meiner Amateurkarriere inspirieren lassen von ihm. Ich hieß Flying Bad Boy, darüber muss ich immer noch schmunzeln, weil er Flying Gentleman hieß. Und deswegen, ich wollte so sein wie er. Und jetzt trainiere ich bei ihm, er ist mein Coach, und das ist super. Es ist ein mega cooles Gefühl, und auch für den Kopf ist es sehr, sehr stark. Und mit ihm haben wir uns sehr hart vorbereitet. Ich war nicht nur bei ihm, ich war auch im Ausland. Ich war in anderen Städten in Deutschland. Habe mir viel Erfahrung gesammelt von anderen Kämpfern, von anderen Trainern, und ich bin besser vorbereitet denn je. Es muss ein unfassbares Gefühl sein, wenn so ein Idol, so ein Vorbild dann irgendwann an deiner Ecke steht und dich auf deinen wichtigsten Kampf quasi vorbereitet. Ja, das Traurige ist, er ist leider nicht in meiner Ecke, weil bevor ich zu ihm gekommen bin, hat er schon einen Actor-Job, also so, der ist auch ein Schauspieler in Shows und so, angenommen, den er nicht canceln kann. Aber da war ich noch nicht bei ihm. Und dann bin ich zu ihm gekommen, hat er gesagt, er kann das nicht absagen, es ist unmöglich, es ist ein sehr, sehr wichtiger Termin. Aber es ist für mich nicht schlimm, weil er hat mir den letzten Schritt gegeben, im letzten Training war ich bei ihm, in meiner Ecke sind Leute, die ich kenne, und ich finde es wichtig, dass man sich wohlfühlt in der Ecke. Schade, dass er nicht da ist, aber es heißt nicht, dass es ein Weltuntergang ist, weil er sagt, er ist im Herzen bei mir, und wenn er dann noch im letzten Training sagt, hey, du bist top vorbereitet, deine Kondition ist top, deine Form ist top, dann ergibt mir das alles. Diese ganze Geschichte mit Mohamed Abdallah, die läuft ja schon seit Jahren. Was die Fans auch vielleicht alle interessiert, nach dem Kampf kann sich ein Michael Smolik und ein Mohamed Abdallah vertragen, die Handschütteln und quasi das Kriegsball begraben? Also ehrlich gesagt mache ich mir darüber gar keine Gedanken. Ich weiß nicht, wie es sein wird. Ich bin grundsätzlich ein Typ, der nicht auf Streit und Stress und Hass aus ist. Man muss aber sagen, dass er sehr, sehr viele Dinge getan hat. Und beste Freunde werden wir definitiv nie werden. Das kann ich jetzt garantieren. Was nach dem Kampf passieren wird, das weiß ich nicht. Darüber mache ich mir jetzt auch keine Gedanken. Alles klar, das war Michael Smolik. Wir wollen dich nicht länger aufhalten. Dankeschön. Vielen Dank dafür und natürlich viel Erfolg. Vielen Dank.